Hallo zusammen. Heute bin ich in der Martinuskirche in Nettesheim. Das ist eine Kirche, die vor 500 Jahren gebaut wurde. Und wir nennen diese Bauweise, die die gleiche Bauweise ist wie die des Kölner Doms, eine gotische Kirche. Und hinter mir könnt ihr das wunderbar sehen. Eine gotische Kirche hat einen Pfeiler, der auf dem Boden beginnt. Und dann geht der Pfeiler, das seht ihr dort, hoch bis in das Gewölbe, so auseinander. Das heißt, die Bauweise der Kirche besteht aus vielen Menschen, die so machen. Und so haben früher die Juden und die Christen gebetet. Die haben nicht so gemacht, sondern haben ihre Hände ausgestreckt. Weil beten heißt, dass ich mich zu Gott ausstrecke. Und ihr könnt das mitmachen, wenn ich mal gerade stehe und die Hände ausstrecke, dann merke ich, dass mein Körper Spannung hat und dass mein Blut besser fließt und ich so viel wacher und auch kräftiger werde. Tatsächlich ist das Beten so eine Übung. Nicht, dass ich etwas Gott erzähle, was ich will, sondern dass ich mich zu ihm ausstrecke und dass so sein guter Geist, seine Kraft, seine Liebe in mir fließen kann. Und unsere Vorfahren haben die Kirchen so gebaut, dass sie eigentlich aussehen wie viele Menschen, die sich so Gott entgegenstrecken. Ihr könnt also sehen, hinter mir, der Pfeiler, der macht das Gleiche, der streckt sich nach oben aus und dann könnt ihr sehen, geht das da so auseinander in den Bögen und das ist so, als wenn neben mir ein zweiter Mensch dann da oben meine Hand berührt. Ihr könnt das jetzt genau hinter mir sehen. Das heißt also, wenn wir gemeinsam zu Gott beten, uns zu Gott, zu seiner Liebe ausstrecken, dann wird unsere Gemeinschaft miteinander besser, schöner. Das heißt also, unser Kirchengebäude hier in Nettesheim oder auch andere Kirchen, die gotisch gebaut sind, wie zum Beispiel in Neuenhausen oder in Gustorf oder in Höningen, in Evinghofen, die zeigen uns, wie unser Miteinander funktioniert. Wenn wir Gemeinschaft suchen mit Gott, wenn wir uns zu ihm ausstrecken, dann wird unsere Gemeinschaft miteinander noch schöner. Das ist doch toll, was die Leute sich vor 500 Jahren hier überlegt haben, um uns zu zeigen, was unsere Gemeinschaft als Christinnen und Christen, als Kirche ist. Macht's gut. Tschö zusammen.